zweite Kraft in der Schweiz hinter dem Roger Federer. Heute hat er einen weiteren Schritt für sich machen und hat das erste Mal die dritte Runde an der Australian Open überwinden. Ihm gegenüber ist allerdings ganz ein schwerer Brocken gestanden, nämlich der muskelbepackte Spanier Rafael Nadal. Werner Lütti. Rafael Nadal, der Muskelprotz aus Mallorca und seines Zeichens die Nummer 2 der Welt, traf zum ersten Mal auf die Nummer 2 der Schweiz. Und Wawrinka kam schon in seinem ersten Aufschlagspiel in Bedrängnis. Das lag weniger an Nadals Stärke, sondern mehr an Wawrinkas hoher Fehlerquote. 3 unerzwungene Fehler des Romans hintereinander bescherten Nadal den ersten Breakball. Der folgende Ballwechsel bezeichnend für die Startphase. Wawrinka spielte zwar wacker mit, doch konnte er seinen Gegner nicht in Verlegenheit bringen. Nadal seinerseits mit der Ausdauer und Präzision einer Ballmaschine. Der Spanier musste nur auf den Fehler des Schweizers warten. Schon hieß es 1:0 für Nadal. Wawrinka hatte gleich sein erstes Aufschlagspiel abgegeben. Nadal hat ja im Winter viel an seiner Schwäche, seinem Aufschlag, gefeilt. Das bekam Wawrinka zu spüren. Unglaubliche 74% der ersten Aufschläge brachte Nadal ins Feld und lief im ersten Satz nie Gefahr, seinen Aufschlag abzugeben. Nadal gewann den ersten Satz schließlich mit 6:2. Wawrinka hatte keine einzige Breakchance gehabt. Nadal spielte wirklich gut. Ich musste etwas ändern, um ihn in Verlegenheit zu bringen. Und manchmal hat es auch funktioniert. Tatsächlich, im zweiten Satz konnte Wawrinka sich steigern. Er nahm Nadals Bälle früher und ließ sich nicht mehr so schnell hinter die Grundlinie zurückdrängen. Und er riskierte mehr. Der Lohn, die 1:0-Führung im zweiten Satz. Die Ausgeglichenheit währte indes nicht lange. Wawrinka leistete sich weiterhin Fehler, die man sich gegen einen Nadal nicht erlauben darf. Und Nadal spielte gleichzeitig so souverän wie noch nie in dieser Saison. Bald lag der Spanier wieder mit 2 Breaks vorne und konnte den zweiten Satz nach Hause servieren. Mit einem weiteren Servicewinner holte sich Nadal den zweiten Satz, wieder mit 6:2. Dem Westschweizer drohte ein Debakel. Und nun schien er gar nicht mehr an seine Chance zu glauben. Im Fußball würde man von gleich 2 verschossenen Penaltys reden. Nach nur 2 Stunden hieß es Matchball Nadal. Und der zeigte, dass er in der Zwischenzeit ein Gefühl für die Dimensionen des Centre Courts in Melbourne entwickelt hat. Mit diesem Passierball aus der Not heraus genau auf die Linie besiegelte er Wawrinkas Schicksal. Der Videobeweis bestätigte es. Genauer kann man das Feld nicht ausmessen. 6:2, 6:2, 6:2. Ein Nadal in dieser Form liegt noch klar außerhalb der Reichweite des Schweizers. Doch Gelegenheit zur Revanche gibt es in 3 Wochen. Dann spielen die beiden im Davis Cup in Genf gegeneinander.